Zusammenhängend heißt, ich kann von einem Knoten zu einem anderen Knoten gelangen. Das ist aber nicht immer zwangsläufig Fall. Auch das folgende Beispiel. Ich zeichne einfach mal einen Graphen hin, V1, V2. Auch dieses Beispiel stellt einen Graphen dar. Und zwar hat dieser Graph die Knotenmenge V0, V1, V2, V3, V4, V5 und hat die Kantenmenge V0, V1, V0, V2, V1, V2, V3, V4. Ja, weitere Kanten gibt es nicht. Wir hatten bei unserer Definition, bei der formalen Definition, nur von zwei Mengen gesprochen. Wir hatten nicht gesagt, dass beispielsweise immer eine Verbindung zwischen den Knoten herrschen muss. Und das ist hier genau der Fall. Hier haben wir sogar den besonderen Fall eines sogenannten isolierten Knotens. Ja, das ist ein Knoten, der für sich alleine steht und zu keiner Kante inzident ist. In vielen Anwendungen ist es von Vorteil bzw. auch Voraussetzung, dass der Graph zusammenhängend ist. Zusammenhängend heißt, ich kann jeden Knoten über einen Weg von einem anderen Knoten erreichen. Ja, um diesen Graphen beispielsweise zu einem zusammenhängenden Knoten, Graphen zu machen, würde es ausreichen, wenn wir beispielsweise hier eine Kante und hier eine Kante hinzufügen würden. Dann hätten wir die Eigenschaft, dass wir jeden Knoten von jedem anderen Knoten aus erreichen könnten über einen Weg.